Der neue Samülsaft. Samülsaft ist eine neue Produktion von Edstück Productions. Es ist ein Erfrischungsertränk der etwas anderen Art. Wer auch schon mal Bier eher Dunkelbier mag, der mag auch wahrscheinlich eher anstatt irgendwie Cola oder so oder Orangensaft. Samülsaft. Samülsaft ist eine geniale Erfindung des Wissenschaftlers Igor Öztürk, der Wissenschaftlerin Nancy Öztürk und dem Versuchsobjekt Maurice. Und naja, um es mal so zu erklären, die Inhaltsstoffe sind ganz schlicht. Jeder hat es zu Hause und könnte es rein prinzipiell selbst machen. Nur die Mengen würden problematisch werden. Deshalb haben wir spezielle Schimmelfarben und Eiterproduktionsfarben entwickelt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt unserer alle bewährten Schimmelfarben. Also, hier seht ihr, wie wir aus einem Stück Brot gutes Penicillin herstellen für unser Erfrischungsgetränk. Wir lassen es einfach ein paar Tage stehen, bis ein schöner Pelz entsteht. Das Praktische ist, man muss nicht nur Brot verwenden. So, und da wir nicht nur Schimmel brauchen, gibt es auch noch unsere Eiterfarben, von denen ich vorhin schon erzählt habe. In den Eiterfarben wird einfach gutes, leckeres, frisches, körperwarmes Eiter aus dem Körper extrahiert. Natürlich ist alles hygienisch, deshalb tragen wir Handschuhe. Es soll ja kein Dreck von den Fingernägeln in das leckere Eiter kommen, ne? Dieses Eiterkonzentrat, wie Sie hier sehen, ist so hochwertig, dass man es auf einem Liter Wasser mischen kann. Pro Ernte können ca. 100 Gramm Eiter gewonnen werden, also Eiterkonzentrat. Und daraus können wir ca. 10 Liter Wasser benutzen, um es zu strecken. Dann haben wir leckeres, sämiges, leicht klumpiges Eiter mit Fruchtfleisch. Schweiß muss natürlich auch gewonnen werden. Und dadurch schicken wir einfach irgendwelche fetten Leute auf Laufgeräte. Wie zum Beispiel hier. Er schwitzt ziemlich heftig und trägt einen sogenannten Schwitzanzug. Der Schweiß läuft runter und geht durch den Schlauch in einen Behälter, wie zum Beispiel einen Plastikbecher. Ja, in den Sorgen ist das dann angenehm, aber sie bekommen ja Hartz IV dazu. Und dann sehen sie schon, wie die Scheiße runterrennt. Und ja, sogar am Gesicht kann man viel von diesem Schweiß entnehmen. Mischt man nun den Schweiß, Eiter und Schimmel, erhält man dieses Zeug. Es sieht noch, naja, nicht so lecker aus und schmeckt auch nicht wirklich. Naja, ich kann dir mal zeigen, was sie dazu sagen, wenn man es ungemischt trinkt. Denn es sieht so aus, als würde es nicht so ganz schmecken. Nun trinkt er das ganze Zeug, ohne es vorher homogenisiert zu haben. Sie sehen, es schmeckt ihm nicht und er spuckt es auf einmal wieder aus. Deshalb haben wir den Homogenisierungsgenerator, den ich Ihnen gleich vorstellen werde. Das hier ist er auch schon. Sie sehen, das ganze Zeug wird ganz schnell geschleudert. Dadurch verwichtet es alles gleichmäßig und eine gleich aussehende, sogenannte homogene Flüssigkeit fließt heraus. Nun, wenn man kein Fruchtfleisch haben will, hat man diesen Ziel. Das gibt ganz klare Samülsaft ist sehr hochwertig. Nun kommen wir auch schon zum Ende unserer Vorstellung des Samülsafts. Mit einer Kostprobe des Erfrischungsgetränks von einem Mitarbeiter. Es wird ihm schmecken, ich verspreche es Ihnen. Also kaufen Sie es sich. Es ist lecker. Samülsaft.